Willkommen zurück zu Flight Pilot Simulator. Ihr seht denn hier den Douglas 10 oder so ähnlich. Ihr seht, ich habe einiges mehr an Geld, 2 Millionen. Ich habe einige Zeit im Freiflug geflogen und ich habe den Sturzflug gemacht. Ich werde es nochmal versuchen, aber ich kann nichts garantieren. Ist immer so, ich habe mehrere Versuche gebraucht. Ich habe es nicht ganz hingekriegt. Am Anfang ist auf jeden Fall erstmal wichtig, langsam zu starten. Es ist egal, ob die euch jetzt überholen oder nicht. Ihr holt die ja eh schon noch ein. So. Könnt ihr mal kurz auf schneller schalten. Und jetzt könnt ihr Speed reinnehmen beim Runterfliegen. Könnt auch mal zwischendrin ein bisschen schneller werden. Also ich habe mehrere Versuche gebraucht, bis ich das geschafft habe und vor allem auch gewonnen habe. Aber hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Nächster Schritt ist, den Gegner nähern und überholen. Und ich habe dafür nicht mehr viel Zeit. Wir haben den Stern. Und beim letzten Mal habe ich jetzt schon alle anderen überholt. Also habe ich verloren. Da vorne ist der letzte Punkt und ich bin vierter Platz. Ja. Ihr seht, ihr müsst früher auf Geschwindigkeit schalten, deshalb. Ja, Werbung. Ich vergesse es immer wieder. Inzwischen bin ich auch ein Level höher gestiegen, Kommandant. Habe ich während dem Freiflug bekommen. Und hier, Antonov 2. Bringe die Flügelläufer in Sicherheit. Einfach runtergehen vielleicht. Oh Gott. Halte dein Flugzeug auf dem gesamten Flug im Gleichgewicht. Das hat echt schlimm angefangen. Das ist ein bisschen laggy. Da, wo die Person steht. Ach, aber das stört hier nicht, wenn man hochzieht wie sonst was. Sowas stört nicht. Nur wenn man seitlich kippt. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter, damit wir mehr Geschwindigkeit rauskriegen. Weil dieses Flugzeug echt langsam ist. So, dann wollen wir mal ganz sanft landen. Naja, die Landung ist immer etwas holpriger. Liegt aber vielleicht auch am Flugzeug. Neue Klasse freigeschaltet. Bonus drehen. Yay.
Nachtlandung. Nur 350.000. Komm, wir holen uns mal eine Bong. Keine Boeing, eine Bong. Nachtlandung. Eine wunderschöne Nacht, genießt den Flug. Ein wunderschönes Flugzeug. Lande am Flughafen direkt hinter den Bergen. Ich glaube, ich bin zu weit rechts, zu weit links. Nein, bin ich nicht. Ich muss wieder zurück. Und ich habe den Stern nicht bekommen. Neustart. Wie ich einfach den Stern nicht bekommen habe. Fliege ich diesmal genau auf den Stern zu und lenke dann schnell ein. So, dann nehmen wir Leistung raus. Ah, haben den Kontrollpunkt nicht bekommen. So. Werden noch langsamer. Machen das Fahrwerk raus. Haben fast den Berg gestreift. Einfache Geschwindigkeit. Verdammt nochmal richtig fliegen. Und hochziehen. Komm, komm, komm. Ah, nein, nein, nein. Verdammt. Neustart. So. Und verdammt. Mann.
glaube, ihr seht schon, ich mag nicht so Flugzeugträger. Vor allem nicht, wenn man mit einem riesengroßen Passagierflugzeug darauf spawnt im Freiflugmodus. Ich mache einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Ja, komm, komm, komm. Bremst doch, bremst doch, bremst doch. Geschafft. Oh Gott. Oh nein, daran erinnere ich mich auch noch. Ich mag es nicht. Ja, bist du. Bist du? Nee, ich bin nicht so ein dummes Häschen. Kannst du bitte gehen? Da packe ich alles nach. Vier Tücher. So, die letzte Mission für heute. Oder auch nicht. Mal gucken, ob wir Geld rausbekommen. Toll, 5000. Mac Douglas 10. Wasser Power Up. Ja gut, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit Luftrettung. Und einem Flugzeug, was 2,5 Millionen Coins, Dollar kostet. Und einfach nur gigantisch ist.